meinem neuen Video. It's a new video, yeah. Julian hat auch ein neues Video, verlinkt ihr euch selbstverständlich am Ende beziehungsweise in der Informationsbox. Hört bitte auf mich. Das war ein Küsschen. Oh, wie süß war das denn? Das hat er noch nie gemacht. Ich dachte, du willst dich wieder ablenken. Heute ist er stubenrein. Ja, okay, komm, los. Erstmal, bevor wir hier anfangen, ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, dass morgen am Freitag um 15 Uhr meine erste Single erscheinen wird. Zeigste, komm, und dazu natürlich auch das Musikvideo auf diesem Kanal. Das ist sie. Ich habe, glaube ich, vorgestern oder so die CDs das erste Mal zugeschickt bekommen und oh mein Gott. Es ist so krass, ich freue mich so sehr darüber. Ihr könnt sie jetzt natürlich noch vorbestellen oder zeig mal, dass ihr auf der Rückseite, kann man das auch so durchsehen. Ja. Ihr könnt euch die Single natürlich jetzt noch vorbestellen oder ab morgen ist sie dann 14 Uhr eben veröffentlicht. Dann gibt es die CD zum Beispiel auch beim Saturn Media Markt. Saturn Media Markt, ich Müller. Bin voll Ohr. Ich schreibe euch alle Informationen, wo ihr auch die Single streamen könnt und so weiter, in diese Informationsbox und bitte denkt dran, morgen lade ich normalerweise kein Video hoch. Dann praktisch eine Ausnahme. Dran denken ist eine Ausnahme. Ist das eine Ausnahme? Ja, weil bei Freitag stellst du eigentlich keine Videos hoch. Genau, so sieht's aus. Ja. Okay, dann um 15 Uhr. Nee, 14 Uhr. Ah. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an mit diesem Video und zwar... Dachte ich, Bibi, was hältst du davon, wenn wir mal einen Test machen? Den habe ich nämlich im Internet entdeckt. Den kannst du auch gerne mal... Ah, du bist ja für nichts zu gebrauchen. Wer von uns beiden, wenn jemand fremdgehen würde, der größere Fremdgeher wäre? Wir werden euch nämlich quasi live hier unter uns immer einblenden, was wir jeweils antworten. Wir antworten quasi heimlich, der andere weiß es nicht, aber ihr seht die Antworten von uns beiden schon, ja? Und ich glaube, das war eine ziemlich lustige Sache. Und am Ende... Ah, wir werden einfach am Ende sehen, wer mehr Fremdgeher ist von uns beiden. Ja, okay. Schreibt, Leute, drückt mal Pause, nee, sonst hört ihr nicht, was ich jetzt sage. So, wenn ihr jetzt Pause drückt, dann habt ihr einfach nur Pause. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was denkt ihr? Wer von uns beiden ist eher der Fremdgeher? Wer wird jetzt den Test verlieren? Was denkst du denn, wer ist der, eher der Fremdgeher von uns beiden? Du! Hä? 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 Was ist das denn für eine Frage? Ich gehe nicht fremd. Ich gehe auch nicht fremd. Ja. Aber warum denn dann ich? Ja, warum denn ich? So, welchen Test nehmen wir denn jetzt hier? Der große Fremdgeh-Test, oder was? Ich dachte, der große Fremdgeh-Test. Dieser Test enttarnt jeden Fremdgänger. Also auch dich! Okay. Oder ich sitze hier total doof, du bist schief und dann sitze ich gerade. Nein, andersrum gerade. Okay, die Fragen sind gleich. So. Oha, die Fragen sind. Und warum bin ich nicht im Fokus? Also, erste Frage beantworten wir. Gar keine Frage. Nächstes. Hat Warte, warum ist denn so eine Frage wichtig? Ja, weil keine Ahnung, hab ich diesen Fremdgeh-Test gemacht, oder was? Hat ihr Mann einen Universitätsabschluss? Was ist denn das für eine Frau? Du bist nicht meine Frau, du bist meine Freundin. Komm mal runter, Bruder. Aus was für einer Familie kommt ihre Gattin? Ihr Gatte. Das beantworte ich jetzt nicht. Kann ihre Gattin Sex und Liebe trennen? Was hast du für einen scheiß Test raus? Entschuldigung, ich habe einfach einen Fremdgetest. Ja, für sie ist das sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Oder nein, Sex und Liebe gehören für sie zusammen. Okay, ich habe geantwortet. Wie würden sie das Selbstbewusstsein ihrer Liebsten einstufen? A. Er ist sehr selbstbewusst. Oder B. Er hat ein geringeres Selbstbewusstsein. Wie alt ist ihre Ehefrau? Echt? Bei mir steht ihr Partner. Ne. Doch. Hä? Ob ich das für gut heißen soll? Naja, dann erzähl's doch deinem Vater. Wie alt ist ihre Ehefrau? Entschuldigung, aber lieber Tess, das geht dich mal gar nichts an. Trinkt ihre Frau gern Alkohol oder mag sie Drogen? Auch wenn ich ab und zu mal einen Cocktail trinke, müssen wir uns jetzt ganz klar dagegen. Wie würden sie ihren Lebenswandel beschreiben? A. Er ist fest eingebunden. Kannst du nicht einfach sie sagen? Das bringt mich das voll durcheinander. Okay, sehr gut. Okay, wie würden sie ihren Lebenswandel beschreiben? Sie ist fest eingebunden in geregelte Strukturen. Oder sie ist sehr unabhängig. Hat sie früher mit Ihnen oder einem anderen Partner in wilder Ehe gelebt? Nee. Früher, als er 8 war, der Julian, da war er ein wilder Fuchs, du. War ihre Gattin bei ihrer Hochzeit noch sehr jung? Aber wer hat denn überhaupt gesagt, dass wir geheiratet haben? Wer hat gesagt, dass wir geheiratet haben? Und jetzt einfach so, als hätten wir geheiratet. Ja, dann tun wir einfach so, dann können wir den Test trotzdem weitermachen. Wir zwei Hallodris. Check die Kralle. Hallodris. Check die Kralle. Hallodris. Okay, nee, schreib mir mal in die Kommentare, wenn das Wort Hallodris. Also bei der Hochzeit, dann sagen wir einfach, als wir zusammenkommen, dann haben wir praktisch geheiratet. Ja.
ist auch nicht mal ganz knusper heute, ne? Wie lange sind Sie schon verheiratet? Oh, jetzt reicht's aber. Also wie lange wir zusammen sind? Nein, verheiratet. Okay, okay. Oh, gedrückt. Wie viele Kinder haben Sie? Wer hat... Achso, okay, ja. Nee, dann brauchst du nicht. Okay. Wo leben Sie? In der Stadt oder auf dem Land? Boah, ich bin voll gespannt, was da gleich rauskommt. Reden Sie viel mit Ihrem Partner in... Ich habe Ihren gelesen, obwohl da Ihrer steht. Tut mir leid. Hä? Reden Sie viel mit Ihrer Partnerin? Nee, wir schweigen uns immer nur an. Wer gewinnt, wenn Sie mit Ihrer Ehepartnerin streiten? Ja, ey... Reist Ihre Partnerin gerne? Ja oder nein, ist hier die Frage. Oh, ich habe schon längst geantwortet. Ist Ihre Frau leicht zu beeinflussen? Ist Ihre Frau freizügig? Geht jetzt auch, ist Ihr Mann freizügig? Ja. Ihr Mann ist freizügig. Ja, da bräuchte ich jetzt ein Zwischending. Oh, hast du noch nicht gedrückt, ne? Doch, ich hab schon... Dann hast du jetzt die Antwort schon gesehen! Ja, ich weiß! Wie viele Punkte hast du? Okay, nein, hast du mehr als einen? Du musst erst drücken! Hast du mehr als einen? Du musst erst drücken! Drücken. Hast du schon die Antwort? Ja, habe ich. Ach. Oh oh, wie viele Merkmale eines Fremdgehers habe ich? Du hast mehr als einen Punkt. Ja, du auch. Du hast sogar mehr als zwei. Du auch. Du hast mehr als drei. Du auch. Du hast mehr als vier. Du auch. Du hast mehr als fünf. Du auch. Du hast mehr als sechs. Du auch. Du hast mehr als sieben. Du auch. Du hast mehr als acht. Nein. Wie viel hast du? Also, Ihr Gatte erfüllt 7 von 23 Merkmalen. Du Arschloch, du hast 8 von 23 Was Merkmalen. Was hast du denn bei mir angekreuzt, du... Bei mir steht aber Glückwunsch, die Chancen, dass Ihr Gatte Ihnen treu ist, stehen gut. Bei mir steht, Holzauge sei wachsam. Willst du mich verarschen? Ihre Liebste ist einem Seitensprung nicht gerade abgeneigt. Was? Überraschen Sie doch mal mit einem Strauß Rosen. Oder ja, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bringen Sie ja sonntags mal Frühstück ans Bett. Ja, würde ich mich sehr drüber... Also, ich will der Fremdgeher. Ja, hab ich auch gedacht, was ey, ohne Scheiß, ich bin gerade so genervt darüber. Was hast du da angekreuzt? Ja, dann schreib jetzt in die Kommentare, was haben wir unterschiedlich beantwortet? Ah. Blöde Fremdgeherin. Ist gerade ganz schwindelig. Ein bisschen traurig. Sollen wir ganz schnell noch einen anderen Test machen? Ja, okay. Würden Sie fremdgehen? Jetzt auf mich bezogen, nicht auf meinen Partner. Egal, dann tue ich so, als wäre ich ein Mann. Immer, ich irre. Wie, dann tue ich so, als ob ich ein Mädchen... Nein! Was, bist du so dumm? Dann tue ich so, als wäre ich keine Frau... Hä? Wie sieht für Sie der perfekte Samstagabend aus? Er geht mit seinen Kumpels einen trinken. Ich ziehe mit meinen Freundinnen los. Also es ist ja wohl für Mädchen. Darum tue ich jetzt... Ich bin jetzt einfach ein... Wow, da kann man sich ja nur rausreden. Ich beantworte den Test jetzt einfach als Mann. Aber als was denn sonst? Scheiße, ich beantworte einfach diesen Test jetzt. Aber okay. Sonst alles gut bei dir gerade, okay. Oder? Brauchst du ein bisschen Hilfe? Lass mich in Ruhe. Wir kochen uns was Schönes und schauen uns eine DVD an. Wir gehen mit einem befreundeten Paar ins Kino und danach die... Wie, du kannst doch nicht einfach drücken. Wir müssen den Leuten das erstmal vorlesen. Ah. Träumen Sie manchmal davon, mit einem anderen Mann? Ist mir schon mal passiert, nachts. Sie erwischen ihren Mann mit einer fremden Frau im Bett. Was tun Sie? Tun wir ebenfalls einen Liebhaber, gleiches Recht für alle. Ich mache sofort Schluss. Oder ich mache ihm eine Riesenszene, schmolle 3 Tage und vergebe ihm erst, wenn er vor mir kniet. Alter! Ja, gar nichts von allen drei. Das sind voll die kranken Antworten. Ihr Mann ist verreist und Sie gehen als Strohwitwe zu einer Party. Dort flirtet sie eine gut aussehende Frau an. Wie reagieren Sie? Genieße Ihre Schmeichelei. Ich teile ihr mit, dass ich vergeben bin und gehe weg. Oder ich mache mit. Boah, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Was? Man darf da wohl Komplimente genießen. Ach so. Was willst du machen? Wer ist für Sie... Warte, ich kann gar nicht so schnell lesen. Aha, sie kann nicht so schnell lesen. So, ganz schnell. Okay, wer ist für Sie der sexiest woman alive? Junge, Junge. Bei der Arbeit lernen Sie den neuen Kollegen kennen. Erzählen Sie ihm, dass Sie vergeben sind. Also auch das ist das erste Mal, was man einfach so raushaut. In der Kneipe spendiert Ihnen ein fremder Mann, eine fremde Frau, einen Drink, nehmen Sie ihn an. Niemals womöglich macht er sich dann Hoffnung. Warum nicht? Drink ist Drink und ich gehe damit ja keine Verpflichtung ein. Klar doch, wer weiß, was sich schon daraus entwickeln kann. Also... Was? Man nimmt keine Getränke. Gratis Getränk! Julia! Sie gehen zum Trainieren ins Fitnessstudio. Was ziehen Sie an? Ein knappes Top. Meinen alten Jogginganzug. Trainingshose und Baumwollshirt. Lässig und bequem. Ja! Entschuldigung.
Letzte Frage. Sie sind mit ihrem Mann oder Frau oder im Restaurant. Frau. Am Nebentisch sitzt ein attraktiver Typ oder eine attraktive Frau. Was tun Sie? Ich lächle ihnen freundlich zu und konzentriere mich dann wieder auf meinen Mann, Frau. Ich warte, bis mein Mann, Frau auf dem Klo ist, dann stecke ich ihm meine Telefon. Wahrscheinlich bemerke ich ihn sie gar nicht. Ich habe nur Augen für meinen Liebsten. Wie viele Punkte hast du? Wie viele Punkte hast du? Die haben 40 von 200 Punkten erreicht. Wieso habe ich jetzt 50 Punkte? Frage. Fremdgehen würde für sie nie. Das ist mein Satz. Bei mir steht, fremdgehen würden sie nie. Das steht bei mir auch. Bravo, das ist vorbildlich. Falls sie trotz fester Prinzipien gelegentlich andere Männer attraktiv finden. Frauen? Haben wir eine gute Nachricht für Sie? Ja, das dürfen Sie auch in einer festen Beziehung. Ihre Fantasie gehört ja schließlich Ihnen alleine. Und wir würden uns wundern, wenn Ihr Partner völlig immun gegen fremde Reize wäre. Also nur zu, träumen ist kein Fremdgehen. Das heißt, jetzt bin ich der größere Fremdgeher. Du bist der größere Fremdgeher. Was willst du machen? Was willst du machen? Es steht 1-1. So Leute, das war's mit dem Video. Ich fand's cool. Es war eher so ein Lifetime. Eher so ein, hab ich dir wehgetan? Nee, so ein voll ins Auge deine Haare. Tut mir leid. Was willst du machen? How it is. Was willst du machen? It's how it is. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst unbedingt mal einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Dann vergesst auf keinen Fall. Vergesst. Der Julian hat nicht nur ein neues Video hochgeladen, sondern in der Informationsbox von Julians neuem Video findet ihr einen Link zu einem neuen Video von Julian. Und den, das... In der Infobox in meinem Video habe ich ein geheimes Video verlinkt. Das findet man nur, wenn man auf meine Infobox klickt. Das ist ein komplett Video, was niemals veröffentlicht wird, richtig? Das kann man nur über diesen Link in der Infobox sehen. Geil, jetzt haben die Leute richtig Bock, mein neues Video anzuklicken, weil der noch eins ist. Yeah, check! Tschö.